Ja, bei uns nach dem Spiel, Luis Bräunig, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Wie geht's dir jetzt direkt nach Abpfiff? Servus erstmal, also überwältigend. Endlich den ersten Heimdreier eingefahren. Es war vor dem Spiel unser großes Ziel, dass wir den Bock jetzt endlich auch mal zu Hause umstoßen wollen. Vor unseren eigenen Fans, die uns in jedem Spiel, egal ob auswärts oder zu Hause, wenn ich heute auch wieder denke, wie die uns nach vorne peitschen, es macht einfach so Bock zu spielen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass es jetzt auch mal zu Hause für einen Dreier gereicht hat. Ja, am Anfang war das Spiel sehr umkämpft. Beide Mannschaften haben sich quasi nichts genommen. Wie würdest du die Anfangsphase einschätzen? Ja, ähnlich eigentlich. Viele, viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe. Es wurde um jeden Ball gekämpft, aber wir haben es auch in der Pause angesprochen. Wir waren nicht ganz zufrieden mit unserem Spiel. Wir wollten da auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit unbedingt noch mehr machen, auf unsere Kurve gespielt, noch mehr Druck ausüben, um den Bock umzustoßen. Und ich bin sehr froh, dass es dann auch geklappt hat und wir es dann am Ende auch relativ gut wegverteidigt haben und den Sieg mitnehmen. Ja, ihr seid dann sehr dominant aus der Kabine gekommen. Welche Worte hat Joe Enochs getroffen, gefunden, um euch dann so nach vorne zu peitschen? Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe in der Halbzeit, wir waren alle nicht zufrieden mit unserem Spiel. Trainer hat auch gesagt, wir müssen mehr Druck machen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, müssen wir noch aggressiver sein. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit war es dann deutlich besser und sind dann auch verdient als Sieger vom Platz gegangen. Ja, wie groß war die Erleichterung, als dann Noah Ganaus dann vor der Hans-Jakob-Tribüne das 2:1 geschossen hat? Ja, brutal, als ich nach vorne geschaut habe, von hinten, wie alle gejubelt haben. Es ist wie so ein Stein vorm Herzen gefallen, aber gleichzeitig haben wir auch gewusst, dass noch, ich glaube, ca. 20 Minuten zu spielen sind, dass noch nichts gewonnen ist, dass wir genauso weitermachen müssen. Aber ich denke, dass wir dann gut über die Bühne gebracht haben. Ja, Defensive, insbesondere du, seid sehr stabil gestanden heute, hat wenig Torchancen zugelassen. Was war heute defensiv so das Rezept, quasi, dass es funktioniert? Ja, wie jedes Spiel eigentlich schon. Kompakt sein, auch kompromisslos sein, wenn wir wissen, es geht nicht hinten. Dann auch gerne mal den Ball einfach raushauen, bevor da irgendwas anbrennt. Ich denke, dass wir da eine ganz gute Mischung heute gefunden haben und, wie du es gesagt hast, eigentlich relativ gut alles wegverteidigt haben. Und ja, habt ihr quasi jede Szene da auch gefeiert, jeden Block, jede Grätsche. Sowas schweißt dann auch zusammen, oder? Ja, natürlich, und nur so geht's auch. Es macht auch Bock. Also ich liebe es, wenn ich da so einen Ball abgrätsche und weiß, wie am Einwurf, das ist genau mein Spiel, das liebe ich über alles. Aber auch alle anderen, wie wir uns alle, also nicht nur die Verteidiger, wir vorne fangen wir an zu verteidigen, wie sich da alle reingehaut haben. Das hat heute echt Bock gemacht. Ja, jetzt geht es am Donnerstag im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Ingolstadt. Er geht gestärkt aus diesem Ligaspiel hervor, oder? Ja klar, wir wollen auch da im Toto-Pokal unbedingt eine Runde weiterkommen. Werden da auf jeden Fall auf Sieg spielen und jetzt kurz regenerieren, die paar Tage, und dann am Donnerstag wieder Vollgas zu geben. Dann genießt den Sonntag noch. Vielen Dank.